Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Deltarune, Chapter 2, 93. Wir sind in der Höhle des Löwen, oder eher gesagt im Anwesen der Königin. Wir wurden gefangen genommen und nun haben wir uns befreit und nun sind wir auf der Suche nach Raisei und Noelle, die hier noch irgendwo hier sind. Genau, und Lanza ist leider krank. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Looks like a puzzle. Think, you can do it, Chris? Calm your skinless, boneless thighs, everyone. I'll think of a solution. Chris, just ignore him. I'll just be over here where I can't hear you. And I'll be here, away from your EQ debuffing aura. Der nervt. Okay. Arrows move, rotate. Ach, die Scheinwerfer, die muss ich. Sie rotate. Jawohl. Fertig. Nein. Zurück. Ich muss die Scheinwerfer richtig ausrichten. Jawohl. Dit. Jawohl. Richtig. Sehr gut. Bam. Und das letzte Teil. Dit. Biblablub. Perfecto Kato. Yeah. We got it. What? Hey. Wait a second. How'd you solve it without me? Hahaha, Chris figured it out before you. Jealous. Well, I knew the answer. I just wanted to see Chris try first. It's called suspense, Susan. Dramatic suspense. Then you do the next one. Fine, watch me. Also, my name is not Susan. Naja, das sieht man, wie sehr er sich interessiert. Ha, child's play. Couldn't you give me a harder one? For example, if anyone had a 4x4 puzzle cube. 4x4. 4x4, also das wären 4 Kästchen auf jeder Seite, oder? Just tell us a solution. Well, you see. First you. You align the shadows with the lines on the floor. Alright, what do we move first? Chris, just do the puzzle. Just give me a moment. It's not like Chris could even solve it anyway. Na, lass mich mal sehen. Lass mich mal sehen. Jawohl, das kommt dahin. Bada bim bada bum. Das müsste da oben hinpassen. Oder nein? Hier, jawohl, perfekt. Jawohl, da war Dimba da Bum. Das kommt oben hin. Jawohl. Bip. Und das letzte Teil kommt natürlich unten hin. Oh, doch nicht. Interessant. Habe ich mich getäuscht. Also muss was anders gesetzt werden. Wenn ich das... Ja, bin ich gut oder bin ich gut? Das war der kleine Fehler. Gut. Bitte, bip. Ne? Doch nicht? Also muss das wahrscheinlich dahin. Ja. Und dann heißt es, muss das hier da drüben hin. Moment, ich muss drehen. Oder das muss da unten hin. Ja, das sieht gut aus. Und das muss nur ein bisschen hochgesetzt werden. Badabim, badabum, badabam. Whoops. Looks like Chris got it again. Wait just a second. You can't have. You just got lucky. Just trial and error. The brute force method. Ha! A caveman could do it. Except caveman died out because they're stupid. Wenn es Steinzeitmenschen schaffen konnten, wieso du nicht, hä? I'm solving the next one, so just stay here until I'm done. Yeah, like we're gonna wait that long.
Ja. Der Birdley, der muss mal zugeben, dass er etwas nicht kann. What are you two doing here? What are you two doing here? This one's mine. It'll be over in a second. So why don't you just relax in your mind palace? Which probably doesn't even have anything in it. I just need to figure out why that shapes don't go together. Oh, hey. You just gotta fill the whole square thing, right? What if you just pile them all in the corners? Like digging a really wide hole. What? Chris, wanna try? Danke für den Tipp. Also ich habe mir auch gedacht, wahrscheinlich müssen die einfach überlappen. Die müssen wahrscheinlich einfach überlappen. So. Das in die Ecke, das in die Ecke, jawohl. Das muss ich drehen und kommt dann in diese Ecke rein. Moment. So, natürlich. Ja, gut, bitte, dankeschön. Jawohl. Und das in die Mitte. Dreh. Badabim, badabum, badabam. Susie's idea worked. There's no way. It's a computer bug. It's a glitch. You're cheating. Just like when you wave dash. Ha. How's it taste, idiot? Man, I'm gonna relish this forever. As this time you acted so high and mighty. Well, guess what? You're not. Face it, you're just as big a dumbass as the rest of us. Ha. Fine. I admit it. I'm not that smart. I never was. There! Are you happy? I used to be a forgettable little bluebird. No one even remembered my name. Das haben wir gesehen. Wir haben die kleine Noelle gesehen bei dem Ultraschallbild. Then one day came the spelling bee Noelle and I studied for. Also came the spelling bee. Also so ein Buchstabierwettbewerb. Noelle and I studied for. When it came down to the two of us, she got nervous and couldn't speak. December. She lost. And I won. That was when I tasted it. The praise, the glory, the superiority. The addictive power of being smart. Since then, year after year, I've been number one in the class. But it's only because Noelle helps me study. She's the real smart kid. But everyone's expectations for me are so high now. What am I going to do once I gone somewhere without her? That's why I wanted to make a new world for us. A world where we'll always be number one and number two. But I was so wrapped up in that I got tricked by Queen. And now, Noelle is going to suffer because of it. Maybe I did just like being superior. Maybe I am just an idiot. Don't cry, thick nugget man. All of us are idiots too. Huh? I mean, like, don't know about everyone else, but whether you're the smart kid or not, we couldn't care less. Screw up as much as you want, honestly. It's not like your opinion. Susie, you'd accept me even if I'm dumb? Yeah. It's like when your sister gets cursed in Dragon Blazers 2. Even if her stats suck, she's still your party member. Susie, a real Dragon Blazers 2 reference? Susie. You're not only kind, but a true gamer as well. Perhaps I underestimated you. Don't say that now. But worry not. I have decided. I will turn over a new leaf.
from now on and fight for the side of ignorance. We are not telling you to be stupid. Yes, sometimes it's okay to make mistakes. Wow. Wirklich, die Entwicklung, die Susie und Lance durchgemacht haben, grandios. Ho, ho, ho. And make mistakes I will. Onward. Ugh, why couldn't Ricey be here to teach the moral lessons? Na, das hast du doch ganz gut gemacht, liebe Susie, muss ich schon sagen. Bin überrascht, ui. Bist du ein Gegner oder... Nein, du bist nur der Butler, hä? The stones to the stable will be for our special guests. There's a dinner party on the second floor of everyone else. Aha, sagst du noch was? Combined, we have enough seats for everyone in the world. Eine Party soll geschehen. Everything here is tailored for you, alright? Für mich? Ja, ist gut. Farblich gesehen, passt's. That screaming. What is he? You don't have to scream. Just because you like my outfit. Die Typen haben geschrien. Aha. Hallo! Oh, Chris, Susie. How may I serve you? The hell are you doing? Queen didn't have a room for me, so, she made me into one of her butlers instead. Whatever, Way say. Can you heal Lancer? Oh? Heh, it's cold. Susie. Was? I'm afraid this is something I can't heal. What? Lancer, hey! You see, each dark fountain creates a different world. A world whose darkness reflects the will of its fountain. But so those darkness can exist in their own worlds, they might not belong if they go to another one. Also was sagen will, ist, weil Lancer nicht mehr in seiner eigenen Welt, sondern in einer anderen dunklen Welt ist, kann hier nicht existieren. So, can we help him? Yes, there is a way. Castletown's Grand Fountain is made of pure darkness. As long as it stays flowing and Dagner can live there, so if we bring Lancer back to school, he'll be okay again. So we just need to get out of here, huh? Right. Alright. Lancer, we'll be back for you, buddy. Wer redet da jetzt? Your friend. If you defeat Queen, we can save him. Ach, das ist Birdly. Ach, den habe ich total wieder vergessen. Yeah. With me out of the way, Queen is going to force Noelle to do her bidding. And if Noelle doesn't want to, she might make her face into a robot one. Mm-hmm. Susie, could you assist me in saving Noelle? Huh? Me? I just can't do it by myself. But if you can help me, I have a plan. A plan? I remember from Queen's tour of this place, there's a secret shortcut on the third floor. While Chris is distracting Queen, Susie will take the shortcut to reach Noelle and transfer her to me on the roof. From there, I'll be bringing her to a safe hiding spot. And together, we can all defeat Queen. Das klingt nach einem Plan. Alright, sure, we'll give it a shot. Haha, most excellent. Then... See you on the roof, fellow agent. Alright, let's go. Would you take that off already? Sorry. Hat ihm aber gestanden, das Butler fühlt, ganz ehrlich. Ach, armer Lancer, zu Stein erstarrt. Was würde ich sehen, wenn ich da jetzt hochgucke? Looking at these legs fills you with a certain power. Ach nee, bist du etwa hier so ein Leckfetischist oder was? Ach, die Beine, bitte tret auf mich, Mami. It's a cybernetic bookshelf. There's a book here about shortcuts that open up later. Aha.
Jetzt ist aber in der Box, Chef. Da ist das Box, der about Shortcuts, der Open Apple. Ach, so könnte ich dann alte Gebiete nochmal besuchen. Das sieht genauso aus wie die Tür bei Sans in Undertale. Was ist hier? It's a door. Where will you go? Trash Zone, Cyberfeed, Cancel. Ach, das ist ein Shortcut. You don't. Danke. Gehen wir mal ins Café. Welcome to Gala Café. Let us warm your day. Lass uns das mal reden. Chatting would be our pleasure. About yourself. Wer bist du? Ach, forgive me for not introducing myself sooner, young masters. I am Swatch, our Lady Quasar's head butler. When we are not attending to the needs, I and the Queen's other staff use this room as our humble yet colorful gift shop / cafe. Please, shop to your heart's content. We are eager to serve you any wish. Mission Statement. Does a woman of our Lady Grace's caliber not deserve a covenant of powerful men and women to dote upon their every movement, to have rap anthems written to her kindness? Rap anthems, die Rap-Hymnen. Yo, which are then bit crushed beyond recognition to make them more computer. To have melons smashed with karate jaws repeatedly for no apparent reason. To have parrots thrown from the rafters and make us smash them all with karate jaws before the timer runs out. Ich hab den Anfang des Satzes vergessen. But the barrels are full of melons and we have to smash those too. Yes, the answer is yes. Also, sie verdient viele Untergebene, das will er sagen, oder was? Rooksitz Card. Rooksitz, I am afraid I am not familiar with the guest of that moniker. Ah, wait, are you perchance referring to that unbearable, unique man who barged in here and demanded to be made butler's supreme F? I am afraid that person is now banned from this establishment. He may have suffered injuries as a result of his, rather swift ejection. Please do not mention him again. Meint ihr diesen Spamten? Kann es sein? We are still cleaning up the worms he left on the floor. Outfit. Ah, my outfit. Yes, the monochrome look is quite suitable, isn't it? Monochrome look. Black suit, colored glasses. Many people have failed to imitate this look. Some even going so far as to attempt to impersonate me. In order to get the, macrome. Gut, wir können was kaufen. Ich habe richtig viel Geld. Ich muss mir viel kaufen. Butt Juice. Our menu is specially prepared. Item short for Butler Juice. Hätten sie vielleicht anders nennen können. Item Spaghetti Hooven by Master Codius Sweaty Beach. Armor. A handsome bow tie. Das klingt gut. Nehme ich mal zwei davon. Roll Pin. Armor Luxurious Brooch. Oh, davon habe ich jetzt, das kostet viel. Okay, mache ich mal sehr viel Batschus. Batschus, noch mehr Batschus und mehr kann ich nicht halten. Gut. Exit. And please come again, we'll be waiting for you with rose-tinted glasses. Gut, dann rüste ich mal die anderen Sachen aus und verkaufe das, was ich nicht brauche. Das kann ich ja eigentlich ablegen, weil ich brauche die Waffe nicht. Mannequin, das tue ich mal aus. Roll Pin, Defense, Magic, jawohl. Und das tue ich aus. Ember Card. Moment. Kann ich bei Susie was machen? Iron Shackle, Claw Wrist. Bowtie. Attack. Okay, dann verkaufe ich mal die anderen Sachen, die ich jetzt nicht mehr brauche. Green makes us buy trash. Woher? Sell Armor. Mannequin, bitteschön, Ember Card, Chlorist, Right Ribbon, Ember Card. Jawohl, dann kann ich nämlich noch was kaufen an Heilgegenständen. Spaghetti Goat. You can't afford it, maybe next time. Gut, ich denke, ich habe soweit jetzt alles auch wieder aufgefüllt. Also, ich habe ja noch meine Heilmöglichkeiten, halt im Fall der Fälle.
Wie viel habe ich jetzt? Ich habe alles voll. Perfekto, Kato. Gut, einmal abspeichern. Looking at these legs, with a certain power. For sex appeal, yes. Yes. Und weiter geht's. Naja, ein bisschen Zeit habe ich noch. I see you have escaped from your room units. Who can blame you for wanting to see my glorious mansion? You won't want to take your eyes off this beautiful art. We are not here to look at your stupid pictures. Oh, it was not a recommendation. It was just warning you, laughing my ass off. Ah, verdammt nochmal. Au, 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 au. Sie spucken Feuer, wer hätt's gedacht? Hä, hä? Hui, weg, 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 schnell, schnell, weg. Autsch. Was ist das? Ein Schalter. I see eine Schatztruhe. You found a revivement. Revivement was added to your storage. Ja, stimmt, revivement habe ich auch noch in meinem... Autsch. Habe ich auch noch in meinem Sack. Habe ich zum Glück vorhin noch nie gebraucht. Hörst du auf? Anscheinend nicht. Und was ist das jetzt? Ein Genie in der Flasche. Ich wäre beinahe tot. Ich wäre tot. Use. Dark Burger. Knuschbar. Die anderen sind ja auch fast tot. Bam. Batschus. Schum. Okay. Now I know you are all loving my mansion, but we have a few rules around here you have to follow. 1. Wipe your shoes. 2. Have fun. 3. Respect the pottery. 4. Have fun. 5. List entry duplication error. Okay, ich respektiere das Pottery und gehe einfach weiter. Yep. Also, ich habe Framerbrüche. Das ist schlecht, denn ich darf hier nichts zerbrechen wahrscheinlich. Bitte was? Nein. Super. Super, wenn ich was zerbreche, dann kommen hier natürlich die Butler und machen alles sauber. Ich habe verdammt nochmal Freimannbrüche. Swatchlings bowed in. Und warum blinkt der eine komisch? Act. Swatchling, Coldify, Warmify. Ich hab grad solch dermaßen eine Framebrüche, das gibt's ja nicht. Warmify, Swatchling, Boat in, Magic, Half Warm, Magic, Half Cold, Talked about the steam of a fresh hot chocolate. Swatchling's color got a lot warmer, it's now yellow. Susie mentions explosions, but nothing happened. Razor mentions ice cream. Swatchling's color turned a little bit colder. It's now orange. Welcome, young masters. We have prepared several attack patterns for your enjoyment. Please enjoy them at your own convenience. Hä? Ha, verdammt. Verdammt. Nein. 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 Lass das. Nächster. Hilfe. Swatchling's flex their backs while bending over to inspect a teacup. Soll ich die alle kälter machen oder ich weiß, ich verstehe es gerade nicht. Talked about the crunch of the last pickle in the refrigerator. Swatchling's color turned a lot colder, it's now blue. Susie mentions lava, but nothing happened. I'm feeling blue, we have prepared some. Also anscheinend sollen die wirklich kalt werden? The Swatchlings wipe at the face of that chained pocket watch, which is digital. Mercy ist aber immer noch null. Codify. Defend. Half cold. Talked about the snow method on your brother's nose, but Swatchling is already as cold as he can be. Razor mentions ice scarves. Swatchling's color turned a little bit cold, it's now orange. Welcome, young masters. Ei. Wenn ich das überlebe, werde ich aufpassen, dass ich hier nie und nimmer hier das Poetry in Verruch bringe. Flexer Bags. Moment.
Nein, den anderen, den hier. Codify. Magic, auf Warm. Vorstellung, Flex, Step, Bags. Moment, da sollte ich nichts machen. Der ist ja schon warm. Half cold. Talk about the snow. Matter don't know about the snows. Swashing's color turned a lot colder. It's now green. Erase the mentions ice cream. Turned a little bit colder. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Soll ihn kalt werden oder hä? Hä? Ouch, 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 ouch. So Swashing's adjusting the U in saturation. Kann ich vielleicht einfach fliehen? Ist das möglich? Weil ich kann sie immer noch nicht heilen. Blur, two stages. Okay, ich probiere es einfach mal, alle kalt werden zu lassen. Act, codify, defend, magic, half cold. Talk about the chill of the wind on the ice skating ponds. Watching's color turned a lot colder, it's now blue. Where the mansion's minty. Watching's color turned a little bit colder, it's now green. Welcome, young monsters. Ouch, ich überlebe das nicht. Ja, Racer ist nämlich schon erledigt. Und ich bin auch erledigt. Racer steht noch. So, Watching's adjusting. Revivement für Racer. So, sie use the revivement. Welcome, young masters. Now die. Ouch. Ei, verbiebsch noch mal. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Half cold. Where's the mansion's ice scarves? Ice scarves, Forschungs. Turned a little bit cold. It's now blue. Gut, sie mussten also wirklich alle kalt werden. Damit man sich verzeihen kann. Aber jetzt kann ich ja nur einen nach dem anderen heilen. Spare, Racer, Space, Rushling. We shine your shoes. Wenn ich das überlebe. Wenn ich das überlebe. Gehe ich zurück. Ach, Chris steht ja wieder. Sehr schön. Spared. Watchling, spared. You won and 350. Ich gehe nochmal zurück, weil ich glaube, ich werde ja komplett geheilt, wenn ich bei dem Speicherpunkt bin. Richtig. Ich hab das Feuer vergessen. Danke. This is not your fate. Please, don't give up. Das wollte ich sehen. Ein bisschen hier aufmuntern. Gut, meine Damen und Herren, der letzte Strecken, da schwirft uns hier die Queen nochmal alles Mögliche ins Gesicht entgegen. Psst, aber ich werde es schaffen. Ich habe so viel unmögliche Sachen, also für mich unmöglich gefühlte Sachen geschafft, da werde ich das hier auch schaffen. Und ja, wenn ihr, meine Damen und Herren, diese Ausgabe von Deltarune Chapter 2 gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.